Jetzt, Da machen wir jetzt einen kleinen Nachschlag noch mit drauf. Ja. Das war ja im letzten Selbstgespräch angesprochen. Und da habe ich jetzt ein paar Zahlen dazu gemacht. Da will ich übrigens dazu sagen, dass also einige, als Udo jetzt habe ich vor einige gekriegt, dass hier Zahndreher drin sind, ist mir vollkommen klar. Ich sage, das ist ein Manuskript. Das habe ich gerade jetzt vor einer Stunde oder zwei Stunden, jetzt raumzeitlich, wir reden als Brösel, geschrieben. Ich schreibe das erst einmal grob hin und dann muss das noch frei, ins Reine gebracht werden, praktisch Lektorat gelesen werden. Was ich jetzt hier anbietet, ist jetzt, wir gehen einmal hier in Johannes 1,17 rein. Das heißt, Luther, denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christum geworden. Im griechischen Original steht hier für Wahrheit Eletheia, dir, Jesus Christus. Könntest du das Bild dazu geben? Ach, habe ich ja nicht? Nein. Entschuldigung, ich habe gemeint, ich habe schon umgeschalten. Jetzt haben wir es. Jetzt, ja. Gut. Ihr gemeint, ich habe das umgeschalten. Also dann nochmal das Bild, das habe ich ja, diese Auszüge habe ich vorher in die vorhergehenden Selbstgespräche kurz angesprochen. Und das ist jetzt das Aktuelle. Ich schreibe das gerade zur Zeit. Nochmal, denn das Gesetz, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christum geworden. Das griechische Original, da steht hier für Wahrheit Eletheia. Und dann kommt durch Jesus Christum geworden, dir Jesus Christus. Und was jetzt mir wichtig ist, dass du merkst wieder die Verbindung mit der Vatersprache. Also Wahrheit ist Eletheia. Und dann durch ist dir. Jetzt wissen wir, das griechische Wort dir heißt aber noch um einiges mehr. Das heißt ja nicht nur durch, sondern auch auseinanderschmeißen. Das ist die Situation, wenn du jetzt sagst, wir stehen am Meer. Ich führe euch aus Ägypten heraus als Mose. Ich mache mal dieses Ich, eine Rolle. Und dann teilt sich ja das Meer. Da steht dann, wenn man das hier anschaut, im Griechischen ist auch dieser Begriff dir, wer hier angebracht. Und dir jetzt in der Fahrersprache hast du jetzt erst einmal die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung. Ja. Und in dem Moment, wo du was auseinanderschmeißt, deine intellektuelle Schöpfung, die sich in dir öffnet, die du auseinanderschmeißt in Wellenberg und Wellendal, schau das kleine Bild an, musst du in der Mitte hindurchgehen, auf der Nulllinie. Ja. Darum heißt es auch durch. Dieses Wort durch, was übrigens hier mit dir übersetzt wird, was auch hindurchgehen heißt, ist DUR, ist eine Generation, eine Kollektion und die Kollektion ist ein blaues Ich. Das intellektuelle Kollektion ist das blaue Ich. Das ist das Buch, das Programm. Und du gehst durch dieses Buch hindurch, aber mit ständig wechselnden Einzelmomenten, wo du aus jedem Wort eine Vorstellung machst und dieses Wort wiederum, die Vorstellung ist bloß eine Vorstellung, die du aus dem Wort heraus generierst. Die anderen sind gleichzeitig im Hintergrund da. Genau. Und darum wird jetzt aus diesem griechischen Wort Eletheia, was normal übersetzt wird mit Aledea, das heißt hier nicht vergessen. Habe ich schon angesprochen, Lede ist die Göttin der Vergessenheit, das Nicht-Vergessene. Du hast dir alles vergessen, geh essen, du hast es gegessen, du hast dich eins gemacht und alles, was in dir auftaucht als Wahrnehmungseinheit, ist ja nicht gegessen, weil es ist ja wieder eine Vorstellung. Ja. Das ist natürlich im Lateinischen, das esse auch seind heißt. Ich mache jetzt die ersten drei Buchstaben blau und das heißt ein Umherirren, ein Umherwandern. Und der ist Deus, ist eine Unterform von Gott. Du wirst dann zu einem umherwandernden Gott, der in seiner eigenen Traumwelt, in unserer Videospielwelt Wahrheiten wahrnimmt. Ja. Nur hier und jetzt. Merkt ihr, dass die Wörter jetzt schon sehr komplex werden, wenn man das so erklärt? Selbsterklärend. Ich hoffe, du konntest folgen. Wenn du die drei, vier vorherigen Selbstgespräche dir aufmerksam angehört hast, bin ich da schon drauf eingegangen. Ja. Jetzt kennt man natürlich uns das Wort Ale oder Dea oder Dia im Griechischen noch anschauen. Können wir ja ganz kurz reinspringen, das ist ja nicht für die Orde. Gehen wir mal ins Griechische. Durch Zweischen. Zwaff, der Befehl zu schlafen, doppelt aufgespannt, der Befehl, Ischen zu schlafen und zu alternieren. Das heißt jetzt, wenn ich das hebraisiere. Ja. Zwaff ist der Befehl, die Order, generierte Augenblicke, Ischen ist schlafen und wiederholen. Zugrunde liegt der Begriff der Trennung in zwei Teile. Müsste ich jetzt weitermachen? Das ist das Spiel. Ja. Du gehst, schau das Bild an. Du teilst dich in zwei Teile und gehst in der Nulllinie hindurch. Und wenn du das jetzt
die zwei Teile chronologisch drehst, dann kommt hell, dunkel, einatmen, ausatmen. Passiert aber immer jetzt, das ist jetzt und das ist jetzt. Das Problem ist das chronologische Denken. Ja. Das Wort griechisch Wahrheit, das griechische Wort, ich tue jetzt gleich aber eine Ausbesserung. Die Zeit nehme ich mir, sonst kriege ich wieder Schelte. Das ist gerade jetzt frei reingeschrieben gewesen. Das griechische Wort Wahrheit, Elysia hat den gematrischen Wert 64. Ja. Die 64. Primzahl ist 307 und die 307. Primzahl ist 2017 und das hat man. Diese 2017 ist die höchste, die absolute Wahrheit. Ein Anagramm von 2701, der Gesamtwert von Genesis 1,1. Mhm. 1 durch 1 ist nichts. Was übrigens hier, wenn man das anschaut, habe ich schon mal erzählt, dass wir ja 27 Zeichen haben. Ja. Und das Elef. Von Aleph bis zum die Endzeichen dazu und ganz am Ende steht ja dann noch das Elef als 28. Zeichen, dass wir 4 Oktaven kriegen. Das ist jetzt die 01, das ist wieder unser Bit, bloß gespiegelt gelesen, die 10 gespiegelt gelesen. 27 Zeichen und das Elef, das unendlich viel und nichts ist. Aleph und Elef. Wenn man das als 28 als die 4 Oktaven und das ist die 4 Oktaven sind jetzt die 1-4-Struktur plus jedes dieser Oktaven ist einer dieser 4, die sich öffnen. Ja. Muss man in die Anbahnungen reingehen. Ihr merkt, ich könnte jetzt da wirklich wieder hunderte von Zeiten erklären, bloß was die Zahl anbelangt, die man sofort nachvollziehen kann, wenn du den Wissensstand hast von den Donis oder den Fettings oder die seit Jahren Holofilling studieren. Stimmt oder stimmt? Ihr wart jetzt dabei. Stimmt. Lüge mich nicht an. Mhm. Die 64. Primzahl ist 307 und die 307. Primzahl ist 217. So, jetzt werden wir einmal alle möglichen Teiler von 2368 betrachten. Das ist ja der Gesamtwert Jesus Christus auf Griechisch. Ja. Insgesamt gibt es 13 Teiler. Seht ihr, da sticht mir sofort im Auge, da müsste ich jetzt wieder hier an Echad, an das Wort Liebe, an das Wort Eins und an das Wort Heilung denken. Ja, sofort. Das ist immer die 13, der Wert 13 hast du in dem Wort, in dem hebräischen Wort für Liebe, in dem Wort für die männliche 1, von der haben wir gerade gesprochen, das ist die 01, gespiegelt die 10. Mhm. Und das Wort Heilung. Das schreibt sich übrigens GHH, 355. Mhm. Das ist eigentlich schon wieder das JHWH, weil man jetzt aus dem J, aus dem Gott, machen wir nur Geist. Ja. Geist ist 55, plus 5 minus 5, hat den Wert 13. Darum ist es die Liebe, die Verbindung und es ist eigentlich nur 1. Mhm. So musst du denken, das ist heiliges Denken, das ist heiles Denken. Ja, in die heilende Gegenwart. Mhm. Insgesamt gibt es 13 Teile, in denen die Nummer selbst ausgeschlossen ist. So. Jetzt schreiben wir alle möglichen Teile von 2368 ist gleich Jesus Christus. Jetzt schreibe ich absichtlich dem arithmetischen Wert von Jesus Christus. Ja. Und das ist jetzt hier die Teile, die möglichen Teile. Immer dran denken, in der Holoarithmetik beginnt die Primzahl bei 1. Mhm. Das würde ich jetzt bloß dazu sagen. Ja. Dann wirst du feststellen, diese Werte sind 13 und die Teile geben zusammengezählt 1184. Ja. Was jetzt interessant ist, unser Thema in dieser Schrift ist ja die Reihenfolge 5, 6, 7, 8. 8. Mhm. 56 ist 7 mal 8. 5, 6, 7, 8. Der Teiler 7 und der Teiler 8 geben zusammen 2368. Auf Position 7 und 8 finden wir 37 und 64. Hier. Und die Multiplikation der 7. und der 8. Zahl ergibt 56 und die Multiplikation des 7. und des 8. Teilers ergibt dann gesamt wieder 1368. Wir wissen, da müsste ich jetzt das durch jetzt umsetzen unten, da bin ich noch nicht wir, da mache ich das normalerweise jetzt groß, weil das bezieht sich auf uns, auf wir Geist. Geist. Mhm. Darum stelle ich das inzwischen, dass die Summe der ersten 56, da bin ich gerade, habt ihr gerade angerufen, da war ich gerade am Schreiben, darum ist das noch nicht gesetzt. Ja.
zusammengesetzte Zahl ebenfalls, wenn man das Vorhergehende gelesen hat, was wir schon drauf gesprochen haben, beträgt auf Position 5, 6, 7, 8. Der Teiler finden wir die Nummern 16, 32, 37, 64, deren Summe ist 149. In Psalm 50, 15 ist die Phrase, und das heißt, ich will dich erretten, herausreißen. Und das hat den Wert 149. Man kann denselben Wert, schau, wenn du das magst, das ist ja imperfekt, ich will, ich werde, und das kaffast ja dein. Kann auch geistreich lesen, ich werde deine eigene herausreiben. Ich werde dein eigene Herr ausreiben. Herausreißen, schau. Genau, schaffe es. Das soll ich jetzt noch zeigen. Das heißt, Herr, hast du das da mal, der Quintessenzkopf, wir können dort den Herrn lesen, der aus dem Spiegel heraus eine polare Existenz aufbaut. Oh. Das ist ich und ich. Ja. Das ist die Metaebene, die man sieht. Du kannst aus einem Wort viel, viel mehr herauslesen, wie letzten Endes durch ein reines, oberflächliches, einseitiges Auslegen gesehen wird. Ja. Und das Prinzip wächst explosionsartig in dir, wenn du neugierig wirst. Ja. Ich mache immer gerne das Musterbeispiel mit dem BC. Das ist eine Figur, die wir uns denken, ein absoluter Vollpfosten. Ist er immer oberflächlich, immer noch sein Lachen, wenn du siehst, ist der BC, bleibt der BC. Was jetzt aber mit ihm passiert, nachdem er sich einmal die Mühe gemacht hat, sich die Grundlagen dieser Vatersprache anzueignen. Du läufst drum und du bist nur noch ein staunendes Kind, wenn du in deine Welt hineinschaust, weil du jetzt eben durch die Sachen, durch die Oberfläche hindurch schaust und dich mehr auf die Grundwelt fokussierst. Dass die Frage, welches Bild von einem Fernseher echter ist, du hast jetzt begriffen, was echt in Form auf naturbezogene Darstellung dreidimensional heißt, und dann wirst du plötzlich feststellen, es sind Fernseher, Fernseher sind niemals echt. Genau. Ich sage, ein Bild ist jetzt in mir auftaucht, beelet im Kind. Ja. Und ich kann jetzt beobachten, wie ich immer zwanghaft mir das denke, dass das in der Vergangenheit irgendeiner in einer Welt da außen gar nicht existiert, aufgenommen hat. Das ist das Einzige, was ich von dir fordere, dass du dir das jeden Moment bewusst machst. Und dieses Bewusstmachen, sich das jeden Moment bewusst zu machen, bewusst zu sein, erfordert bewusst zu sein, ein Bewusstsein zu sein, das nicht existieren kann. Genau. Das ist der erste Schritt. Ich erkläre dir jetzt, was du bist. Und es wächst explosionsartig, wenn du einmal damit anfängst. Und wenn du damit anfängst, wächst es um dich herum. Wieder chronologisch gesprochen, das war kein Akt wie Badidonis von hier fast ein Vierteljahrhundert diesen Zustand zu kriegen. Vom BC ist es relativ schnell gegangen. Es waren 2-3 Monate. Das dann losgeht, es wächst natürlich dann, das ist wieder unsere Kurve. Genau. Diese Bewusstseinskurve. Weil jetzt dieses Prinzip, wir kennen in der Naturwissenschaft oder wir sagen mal mehr in der Psychologie, dieses angebliche Gesetz der 100 Affen, kann man nachlesen, schon einfach Gesetz der 100 Affen, dann wirst du wieder Internetseiten finden, die sagen, das sind wissenschaftliche Untersuchungen gewesen, die entdeckt wurde. Andere Seiten behaupten, das ist bloß eine Märchengeschichte, das ist bloß eine Metapher für ein morphogenetisches Feld von Robert Sheldrake. Jetzt kommst du wieder in diese ganzen raumzeitlichen Auslegungen, die sich widersprechen. Das ist wie mit Religionen. Im Großen und Ganzen, im Kern, erklären alle Religionen dasselbe. Die Liebe, das Verzeihen. Aber wenn man ins Detail geht, platzen die dann so in Detailwissen auseinander und die großen Religionen wie Christentum platzen dann wieder auseinander, Moslems, Islam platzt wieder auseinander, Schiiten, Sunniten, auf der einen Seite, auf der anderen Katholiken, Protestanten, Zeugen Jehovas. Das ist diese Zertrümmerung der Welt, das ist der Bau, der Turmbau zu Babel. Genau. Dass man sich von dem Heiligen Ganzen entfernt, dass Gott als Ursprung plötzlich unendlich viele Facetten kriegt, die man Jahwe, wenn man dann schon anfängt zu streiten, ob das Jehova, JHWH und so weiter, wie man denn richtig ausspricht, den Namen, ist alles Dünnsches. Und der in diesem Denkmodell drin ist, hängt schon wieder im Denkmodell seiner Lehre und seiner Erziehung. Genau. Und dann geht die Streitereien los. Und dann wird man irgendwann einmal begreifen, du bist der eigene Satan. Scheitern heißt der Trenner, das ist aber der Ankläger, das ist eigentlich ein Staatsanwalt und ein Rechtsanwalt gleichzeitig. Genau. Das ist, wie oft wisst ihr, habe ich gesagt, lest doch einmal deine Bibel, der eigentliche Satan als Begriff Satan, nicht nur Widersacher.
den findest du nur im Hiob, und das ist ein Kumpel von Gott. Der kriegt den Befehl von Gott, das zu machen. Als Prüfung für den Hiob. Ja. Und das ist jetzt der Unterschied, dass Gottes Liebe ist allumfassend. Wie kann es dann sowas geben? Ja, die normalen einseitigen Religionen denken sich den bösen Satan aus, dem Widersacher von Gott. Der ist nicht der Widersacher von Gott, sondern der Widersacher der Menschen vom Hiob im Auftrag Gottes. Gottes. Mhm. Kannst du im Hiob nachlesen? Genau. Ja. Und jetzt machen wir einen Sprung, Genesis 17. Ja. Ani El Shaddai. Ja. Sati. Ich, Ani, der schöpferische Existenz deines Intellekts, ist der Gott, ist nichts. Ja. El als nichts gelesen. Dieses blaue Ich ist nichts, aber es ist dieses Nichts. Was ist ein Programm als Ding an sich? Nichts. Dieses blaue Ich, wir schauen uns das mal an. Das müsste ich noch, ich muss fast noch mal einschalten. Ich könnte ja immer unendlich viel erzählen. Ja. Mach mal hier weg. Ich hoffe mal, dass ich jetzt dort im Mund nicht so vollkommen habe in meiner Vergesslichkeit. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien Jahwe dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Ja. Lass uns das einmal anschauen. Zuerst einmal das Vordere lassen wir weg. Der Abram, da ist noch kein Haar drin. Merkst du das? Ja. Den kriegt ihr später. Dieser Abram. Ja. Das ist zuerst einmal und es. Mhm. Sein wahrgenommener Intellekt. Genau. Wir lesen es so blau. Mhm. Geist. Ja. Quintessenz Gott. Es ist ein Quint 1, eine Quintessenz Gott, je nachdem rot-blau dein wahrgenommener Intellekt. Dieses und es war, ist nicht. Mhm. Das ist imperfekt, das ist nicht Vergangenheitsform, es heißt, es wird sein. Ja. Ab, aufblühen, ein Aufblühen. Ab ist ja auch der Vater. Ja. Und es ist aufblühen. Mhm. Und es ist ein Vater und der blüht auf, aufblühen, ein Aufknospen. Mhm. Und au. Ram heißt hochheben. Hoch, hochmütig erhoben, etwas erhaben, überheblich, über mir hebe ich ein Licht hoch. Mhm. Sich erhebend, hoch werden. Das heißt das hier, schau auf das Bild um. Ja. Ein Aufblühen, AB 1 aus 1 wird 2. Jetzt hast du ein berechnetes Mehr, RM. Ja. Das wird zu einer polaren Existenz, BN. Das ist der Sohn. Ja. Ja. Jetzt haben wir 90. Ich will jetzt da nicht, ich springe gleich einmal Shin und He. Das heißt schlafen, wiederholen und lernen. Ja. Von 90 und 9. Ja, die Geburt. Das ist 9, im Meer ist immer das Yom, ist dann immer macht 10 draus. Mhm. Darum ist das die 90, ganz korrekt. Ja. Da steckt natürlich noch mehr drin, weil das die erscheinende Logik in der 90 steckt jetzt abgenutzt, abgewatzt, aufbrauchen, schwach werden, schinwach, logisch schwach werden. Und was passiert dann, wenn du logisch schwach wirst? Dann entsteht augenblicklicher Intellekt. Ei ist ein Trümmerhaufen, ein Trümmerhaufe, eine Ruine des Meeres, ihre Trümmerhaufe. Wenn du logisch schwach wirst, das ist imperfekt, dann entsteht ein Trümmerhaufen in dir, das sind deine Gedankenwelt, ihr Trümmerhaufen. Ja. Das ist übrigens auch das hebräische Wort für Glut. Mhm. Schau mal, was da steht. Gelut, Lut, der Lot, ist in einer Hülle stecken, der Geist wird in eine Hülle gesteckt. Steckt, genau. Er beginnt inwendig an zu glühen. Wir können auch Gal-Ut lesen, eine Welle wird zu einer aufgespannten Erscheinung. Das steckt alles in dem Wort 90 drin. Mhm. Und jetzt kommt unser Schlaf, das Wiederholen, und 90. Mhm. Und er war 99 Jahre alt. Merkt ihr, wie man das lesen kann? Ja. Das ist eine Geschichte, die ich euch in ganz einfachen Worten erzähle. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil ich das erschaffen habe. Das ist das Programm. Jetzt sind wir schon, selbst mit Basic kannst du erfahren, dass da eine absolute Metaebene ist, die übrigens auch in Zahlen werden. Ihr merkt es, ich gehe mal auf Zahlen ein, dann auch mit der Arithmetik, mit der normalen Arithmetik zusammenhängt. Aber was ich euch eigentlich, was jetzt hier, wir springen gleich einmal hier rein, das ist jetzt die ganze, das wiederholt sich dann. Und dann kommt hier dieser kleine Satz zu ihm.
Übrigens, wenn jetzt hier hast und es erschien Jahwe. Mhm. Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Ich kann es nicht oft genug sagen. J-H-W-H ist J, ist der kleine Gott, die 10. Und H-W-H ist das hier, 5 und 5. Genau. Wahrnehmung doppelt auf. Wir können auch lesen J-H, die göttliche Quintessenz, und dann nur W-H, dann wäre das eigentlich eine Seite, die wir aufspannen. Richtig. Ja. Gut. Das ist der Adam. Und er sprach zu ihm, und das kommt jetzt diese Stelle, schauen wir uns jetzt an. Zu ihm. Und er sprach, das ist das hier, zu ihm, da steht El. Mhm. Eigentlich zu sich selber. Mhm. Ani, ich. Das ist das kleine Ich, das Böse, das schöpferische seiende Intellekt. Und er sprach zu ihm, der schöpferisch seiende Intellekt, das ist dein blaues Ich. Genau. Ein Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm. Ein Programm, ein Buch. Nicht zu dir roten Ich, das ist Anoggi. Das ist Anoggi heißt ja Anok, heißt Lotrecht. Aufgerichtet. Genau. Ani El Shaddai, das wird übersetzt, ich bin Gott der Allmächtige. Ani El, Gott. Und jetzt wird dieses Shaddai als Allmächtige übersetzt. Wir wissen aber, dass dieses El, All, ja auch Implosion, nichts heißt. Das heißt, ich bin ein Nichts und mein eigener Satan. Mhm. Das ist nämlich Schad, die logische Öffnung, meine eigene logische Öffnung. Ich bin Gott, ich bin ein Nichts und meine eigene logische Öffnung. Ja. Weil das nämlich die eine Brust ist, die eine Seite. Schadim sind die beiden Brüste. Denk an das Bild mit der Diana. Genau. Ja. Mhm. Das ist dann die Welle, die auf der eigentlichen Brustkorb, auf Chasa, im Geistesehen drauf liegt. Genau. Mhm. Das steckt da mit drin. Drin. Mhm. Und die Grundlagen, um die Vielwisserei geht es wirklich nicht. Nein. Es ist, da bist du dann erstaunt und dann macht, ich sage immer wieder, es macht dann zuerst einmal Angst. Ich sage, was machst du? Du machst dir doch schon wieder mit deiner Logik Angst, weil du schon wieder schnell genug, oh, jetzt könnte ich was verkehrt machen. Du kannst nichts verkehrt machen. Genau. Das, was du machst, ist das dann mal richtig. Da fällt es Verkehrte. Ja. Kehrseite. Mhm. Die musst du dann machen, aber die kannst du erst erschaffen, wenn du das Programm veränderst. So ist. Solange du nur mit dem Buchstaben H arbeitest, ist A, U, S auf das Wort Haus nicht verkehrt, sondern noch nicht vorhanden. Vorhanden, ja. Genau. Weil das Kehrseiten sind. Tja. Mhm. Du kannst die aber schon erschaffen, ohne die zu erschaffen. Wie machst du das jetzt? Pass auf, du schaust jetzt einfach mal den Monitor an und hast du vorne die flackernde Lämpchen. Mhm. Aber wovon die flackernde Lämpchen sind, ist hinten auch was. Nichts. Ja. Jetzt hast du die Kehrseite erschaffen. Mhm. Ja. Von dem hellen Flackernden hast du eine Kehrseite erschaffen. Ja. Schaust du jetzt die Kehrseite an, dass die dann richtig ist, dann wird das Flackernde verkehrt. Mhm. Das ist das Spiel Henkel rechts, Henkel links. Ja. Immer auf genauso das. Genauso in einem höheren Komplex, wo ich immer wieder sage, man muss auch sich lösen von dem, was die Naturwissenschaft macht, wenn sie sich höhere Dimensionen vorstellen. Auch wenn wir jetzt Burkhard Reim zum Beispiel machen. Burkhard Heim. Der physikalisch die ganzen Quantenmechaniker von Nenner gebracht hat und dann hier auf seine vielen Dimensionen kommen sind. Da gibt es auch alle Videos drüber, wo ich darauf eingehe. Es ist alles ganz rudimentär Holofeeling. Ja. Es ist alles richtig, aber trotzdem noch sehr fehlerhaft in Bezug auf das heilige Ganze. Weil ihm genau das, was er unterschlägt, fällt, es ist nur ein Puzzlestück. Ja, ja. Und das ist ja alles schon fertig. Die Schöpfung ist perfekt. Genau. Der einfache Satz, wo ich sage, solange irgendwann in die auftaucht, der meint, er müsste die Schöpfung perfekt machen, die göttliche Schöpfung besser machen, der glaubt ja, dass sie nicht perfekt ist. Ja. Was mit Sicherheit nicht perfekt ist, ist die Welt, die du mit deinem jetzigen Programm aus dir herausschöpfst. Mhm. Das ist sowas für unvollkommen. Ja. Aber dann einen Satan suchen, der Satan bist du. Du, das habe ich dir gerade vorgelesen, du bist der Satan, der Scheitern. Mhm. Weil du trennst dich zwischen einer Welt der Außen und dich selber und dem Geist, der du bist. Und du meinst, du Geist hättest mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Das ist wieder so ein Elementarsatz von Holofeeling. Wie unendlich geistlos ist eigentlich ein Geistesfunken? Wie selbstvergessen im Büro in Bezug auf das rote Selbst.
Wenn du dir jetzt das denkst und du meinst, du hättest damit nichts zu tun. Und ich sage jetzt zum absoluten Abschluss noch mal zwei Sätze. Wenn du jetzt an den Osterhasen oder an ein grünes Maßmännchen denkst, sollte dir doch klar sein, dass die nur deshalb da sind, weil du sie jetzt denkst. Und die werden genauso sein, wie du sie denkst. Boom. Was unterscheidet den Gedanken von anderen Gedanken, wenn du jetzt an eine Erdkugel oder ein heliozentrisches Weltbild denkst? Punkt. Und tschüss. Ihr Lieben, danke.